Ich bin jetzt Millionär, zieh's dir rein. 1.122.176 Euro. Ich weiß, ihr alle wünscht euch mehr Informationen über das Nichts, aber die Wahrheit ist, ich habe nicht wirklich neue Informationen. Aktuell befindet sich das Nichts in einem Hochsicherheitstresor innerhalb einer geheimen Einrichtung, weil mir glaubwürdige Informationen vorliegen, dass jemand versuchen könnte, das Nichts zu stehlen. Wer auch immer du bist, versuch's euch. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich das mache, dass diese Nichtsaga ein befriedigendes Ende findet, weil gefühlt geht der Witz aktuell schon wieder viel zu lange. Und ich weiß nicht, wie ich ihn weiterentwickeln soll. Und damit willkommen zurück hier bei Dealers Life 2, wo wir nun Teil der High Society sind. Ja, ich bin halber Millionär. Das ist nicht so beeindruckend wie ein ganzer Millionär, aber es ist besser als ein Viertelmillionär. Und ich würde sagen, das Ziel sollte sein, ein ganzer Millionär zu werden. Das wäre schon cool. Ich kann bei einer Auktion was verkaufen. Ja, komm. Machen wir mal. Warum nicht? Sehr gut, aber das ist relativ günstig. Das Ding, da muss ich nochmal die Restauration in Auftrag geben, weil wenn man das macht, nachdem der Tag angefangen hat und dann das Spiel zumacht, wie ich beim letzten Mal, wird es nicht gespeichert, daran muss ich denken. 59.110.000. 196.000, das ist halt risky, ne? Also, es könnte sein, ich krieg gefühlt viel zu wenig dabei raus. Soll ich mal ein bisschen auf Glück... Ja, komm, warum nicht? 196.000. Bitte lass irgendeinen im Publikum sein, der sich denkt, hey, das ist richtig krass. Startpreis liegt bei 112. Komm schon, das ist ein ganz besonderer Ring, okay? Das ist ein mittelalterlicher goldener Ring, hergestellt in 1012. Das ist 1000 Jahre vor 2012, wo die Welt ja eigentlich untergehen sollte. Die wenigsten Leute wussten, das ist eigentlich 2021, weil die hatten sich nur verschrieben. 205.000. Ja, das ist okay. 743.000. Wir eröffnen das Geschäft und beginnen unsere Reise durch den Müll, der mir zweifellos später noch angeboten wird. Was sagst du? 47.000 ist mein Preis. Ist eine Sammlerin. Auf 60 kriege ich sie nicht hoch. Das wäre das Doppelte von dem, was ich gezahlt habe. Das wird nicht passieren. 50.000. Okay. 55. Ach so. Muss mein Brain noch aufwecken, das war gerade der Missklick des Jahrtausends. Ich habe Profit gemacht, aber nicht so viel, wie ich wollte. Ich bin anwesend, ich schwör's. Ich habe nur gerade brutalst gemissklickt. Gut, okay, damit ist jetzt die Dummheit des heutigen Tages aus meinem System raus und ab jetzt kommt nur noch flawless Gameplay. Ich verspreche. Das ist jetzt so unnötig, das Ding. 13.200, was denkst du, wie viel das wert ist? 17.000... ist akzeptabel. Ich meine, ich nehm's. Eine Pfandgeberin. 12.400. Ich glaube, das sind wirklich Sphären, in denen sollte ich gar nicht mehr operieren. Da will ich, da bin ich, sein, bin ich nicht interessiert. Das Ding. 27.000. Nee, du passt. Und die Sonnenbrille. Ich sag das die ganze Zeit, aber ich meine es ernst. Ich würde wirklich gern einfach ein Schild vor die Tür stellen. Hast du einen gewöhnlichen Gegenstand? Wie so ein Flowchart. Hast du einen gewöhnlichen Gegenstand? Ja. Dreh um und geh zur Konkurrenz und verkauf den deinen Müll. Weil ich will ihn nicht haben. So, das ist fertig. Außerdem habe ich jetzt die Restauration nicht gecued, was ich ja eigentlich machen wollte. Und den Gegenstand habe ich, by the way, inzwischen auch verkauft. Es ist, wie gesagt, die Dummheit ist jetzt aus dem System raus. Das war nur der erste Tag. Ab dem zweiten Tag, flawless Gameplay. Ich hatte noch irgendwas, was ich nicht geschätzt hatte. Das Ding hier, ne, wo ich nicht genau weiß, was es wert ist. 6.500. Ja, komm, warum nicht? Kann man machen. Ist das ein Nokia? Ja, es ist ein Nokia. Es sieht aus wie ein Nokia. Es ist potenziell eine Massenvernichtungswaffe. Will ich nicht haben in meinem Laden. Ist eh nicht so viel wert, wie ich gerne hätte. Müll. Ein Goldbarren hierfür. Okay, wie viel? Ich meine, Goldbarren, bis wo geht ein Goldbarren ungefähr? Bis zu 75.000 oder so? Ich versuch's mal. Ist angenommen. Fast 900.000. Warum nicht? Das ist Müll, den ich nicht haben will. 33.000. Ah, wenn ich es günstig kriegen kann, ja. Wenn nicht, ist es auch kein Verlust. 20.000. 38. Ja, das ist eine Verhandlung, darauf habe ich keine Lust. Und das hier ist eine Waffe, die zwar ungewöhnlich ist, aber die ich trotzdem nicht haben möchte, weil ist jetzt nicht so spektakulär. Erinnerst du dich an die riesige Party, die wir gestern Abend hatten? Nein, eben nicht. Deswegen war es so eine riesige Party, ne? Es scheint, dass ein Gegenstand versehentlich von einem unserer Gäste beschädigt wurde.
Daran können wir nichts ändern. Türsteherin heraus, er ist beschädigt hat und zwingen sie es kostenlos zu reparieren. Oder Experte, der Gegenstand ist nicht beschädigt, er ist nur dreckig. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das jetzt machen würde, dann wird der Wert des Gegenstands tatsächlich runtergehen, weil er beschädigt ist. Doch ich, aber das hier ist auf einmal nur dreckig. Es macht halt keinen Sinn, aber ich nehm's. Nichts passiert. Das ist doch eine Freude. Ich dachte, jetzt wäre ein Diamant. Das ist einfach nur ein vielflächiger Würfel. Müll. Müll. Wo ist das gute Zeug? Müll. Das ist das Zeug, was ich haben möchte. 205k. Nehmen wir zuerst deinen Preis. Ist ein Sammler und ist nicht sonderlich geduldig. Muss ich vorsichtig sein. 160? 200? Okay. Ich sehe schon. Du weißt ungefähr, was das wert ist. 190 und ich nehm's. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt, aber ich will nicht, dass er weggeht mit dem Zeug. Ja, mit diesem T-Set. Weil, will er schon haben. Großartig, danke. Okay, das Ding muss ich restaurieren. Und zwar unbedingt. 132k, ja, cool. Und dann das. 58.000 für die Restauration. Das ist was wert. Das wird krass. Nee, brauche ich nicht. Keine Lust darauf. 116. Ah, okay. Eigentlich sind es sogar 126. Was ist der Preis? Ein bisschen geizig, ne? 100? 140. Ich will nicht zu weit unter die Schätzung gehen, weil ich kann das nicht restaurieren. Das heißt, das mindert meine Chancen, da richtig viel rauszubekommen. 115, dann ist aber auch Schluss. Also 136, letztes Angebot, ja, dann verschwinde halt. So sehr bin ich da auch nicht drauf angewiesen. Nenn mir zuerst deinen Preis. Ich fange mal bei 30 an. Ich kann es mir erlauben, frech zu sein. Ich habe 600k. 22.500. Das ist schon gar nicht schlecht. 24.000 kannst du es gerade mitnehmen. 22.500, letztes Angebot. Yeah. Ist okay. Kann man machen. Das Ding, 98k ist mein Preis. Interessanter Körpertyp. Ich weiß auch nicht. Soll ich einfach mal auf Schätzung gehen? 110. Und dann haben wir mehr als das Doppelte von dem, was ich gezahlt habe. Rausgeholt. 100. Okay, ich verkaufe es unter Schätzung, aber ist mir egal, ist immer noch mehr als das Doppelte. 105. Ich weiß nicht. Kann ich akzeptieren. Yeah. Kann man machen. Wir sind wieder hoch auf 758.000. Was bitte ist das? Hi Kitty. Nee, passt, danke. 40.000. 33.000. Ja, nee. Ich will ja nicht der Typ sein, der sagt, ah ja, ich bin darauf nicht angewiesen, weil ich so reich bin. Aber die Wahrheit ist, ich bin darauf nicht angewiesen. Weil ich so reich bin. Kaufe bei Auktion. Komm schon. Irgendwas Gutes. 250k. Hell yeah. Zustand sehr gut. Das heißt, das kann ich nicht restaurieren. Aber das will ich haben. 144 Startgebot. Komm schon. Das Ding will ich haben. Außerdem. Guck mal, wem der gehörte. Das ist schon. Ich wusste gar nicht, dass der Fan von Ringen war. 255k. Okay, den ganzen Rest will ich nicht. Das ist tendenziell eher so Müll. Aber den Ring nehmen wir mit. Damit kannst du gerade verschwinden. Das hier. 260. Eine Kennerin, wie ich sehe. Dafür aber auch sehr geizig. Wenn ich jetzt eine 300 eingebe, ist das ein bisschen zu hoch angesetzt? Oder ich weiß nicht. Abgemacht. Yeah. Nehme ich gerne. 45k Profit. Ist nicht die Welt. Aber besser als nichts. Was ist das Ding wert? 108. Siehst du mal. Was glaubst du, wie viel das wert ist? Easy. Yeah. Stonks. Okay, das Ding 12.600. Brauchen wir nicht. Das läuft super. Ich will nichts hören. Das läuft absolut super. Ich sperre das mal weg, weil ich das gerne restaurieren möchte. Pfandgeber. Kein Anhaltspunkt für den Wert. 250.000, guck mal. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich hingegen sage 225. 240, das wird eine harte Verhandlung. 230. Ist akzeptiert. Ich hoffe, der kauft das nicht zurück, dann kann ich es nämlich verkaufen. Das brauchen wir nicht. Hier will jemand das hier haben. 136k sollte passen. Das ist wirklich gar nicht mal schlecht. 160, though. Na, ich weiß nicht, akzeptiert. Yeah. Ist okay.
63.000 Profit. Das Ding hier will ich nicht. Sehe ich aus wie ein Müllhändler? Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Die Leute halten mich für einen Mülltaucher, ey. Das beleidigt mich. Okay, neu geschätzter Wert. Cool, habe ich sonst noch irgendwas, was ich schätzen kann? Nee, das dauert noch ewig, das zu restaurieren. Das ist das Pfandding. Ah nee, ich dachte, ich hätte einem Experten einen Auftrag gegeben. Nee, das ist jetzt, die Restauration ist fertig. Das hier sind diese 6 Tage, bis das Pfandding abläuft, dann kann ich das Ding verkaufen. So, 6.000 dafür. Dann ist es restauriert, dann geht es dem Ding wieder gut. Lagerauktion, komm, wir gucken mal. Vielleicht ist gutes Zeug dabei. 67.000 Startgebot. Alter silberner Ring. Ein Borgwürfel. Eine Gitarre. Das Ding könnte halt einiges wert sein, ne? Ja, komm, ich mach das mal wieder. Ich kann's mir leisten, dann haben wir wieder ein bisschen was im Inventar. Und, ich glaube, technisch gesehen kann man bei den Lagerauktionen fast nur gewinnen, richtig? Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe gewonnen für 97.000. Ach bitte, das ist was Gutes dabei gewesen sein. Müll, halbwegs in Ordnung. Das Ding ist gut, habe ich's doch geahnt. Das Ding ist furchtbar. Soll ich's sperren? Ja, hat den schlechtesten Zustand von allem. Dann restauriere ich es irgendwie und schau mal, was man da noch so rausholen kann. Direkt jemand, der das hier kaufen möchte. Okay. 110. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ist akzeptiert. Hätte mehr verlangen sollen. Die blöde Gitarre. Ja, die kannst du haben. Das ist sowieso eine Inventarplatzblockierung, die kannst du mitnehmen. Nein, 8.500. Nein, 9.000. Wir streiten uns wie kleine Kinder. 8.700, ja, nimmst du mit. Dann ist es weg. Das hier ist Trash, kannst du direkt draußen in den Müll werfen. Das hier auch. Aber es ist eine Fälschung, ich habe mich gerade schon gefreut. Wir können einfach keine schönen Dinge haben, ne? Wir können einfach keine schönen Dinge haben. Da unterschätzt jemand das Ding komplett. 110. Akzeptiert. Siehst du mal. Wochenstatistik. Saldo minus 3.000. Wir haben fast Break-Even erreicht. Wir haben nur ein bisschen was verloren. Verkaufe bei Auktion. Habe ich irgendwas dafür? Das Ding würde ich dann gerne machen. Ne? Das wäre schon geil. Oder halt das hier. 300.000 Schätzung. Wäre auch cool. Komm, ich verkaufe das bei einer Auktion. Dann lassen wir uns mal überraschen. 300.000. Startpreis ist 255. Ich glaube, wir kommen easy über die 300. Wir müssen so bei 350 vielleicht landen? Komm schon. Julia Nixon. Okay. 405. Verkauft für 405.000. Was soll ich sagen? Ich habe halt einfach die besten Schätze. Das Ding, 136.000 ist mein Preis. Du, bei 170 wäre ich aber eher dabei. 140, 144, das ist unterhalb der Schätzung. Ich meine, ich würde dann über die Millionen kommen, aber ist es das wert? Nein, ich habe es ja nicht so nötig. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist eigentlich kein Müll, aber aus meiner Perspektive gesehen Müll, kein Anhaltspunkt. Das könnte aber was wert sein. Nee, nevermind. Ist Müll und das ist auch Müll. Was ein furchtbarer Tag, bis auf den ersten Verkauf bei der Auktion. Der alte goldene Ring ist fertig. Neugeschätzt Wert liegt bei Fragezeichen. Das ist die beste Zahl, die es gibt. Ich lass mal den Experten drüber schauen. Und dann das Ding unlocken, restaurieren für 4.000. Ja, komm, da müsste noch ein bisschen was rauskommen. Glückwunsch, aufgrund deines guten Rufs hast du den Preis bester Bürger einer zufälligen Straße erhalten. Okay, spende den Preis an eine wohltätige Stiftung, Charisma 3, erzähl es jedem. 10% mehr Kunden und 21.000 in Geld. Das heißt, das ist der Preis, den ich bekommen habe. 60.000. Nicht interessiert, sorry. Das ist Müll. Raus damit und das Skateboard auch. Hey, ich hätte gar nicht aufstehen müssen am Morgen von dem Tag. Das war komplett useless. Alte mit Juwelen besetzte Uhr. Ich weiß aber nicht, was das wert ist. Das könnte krass sein. Startpreis liegt bei 24.000. Ja, wenn ich schon hier bin. Komm, das sind Peanuts. Das zahle ich aus der Portokasse, okay? Das mache ich mal kurz Geldbeutel auf, hol ein paar Scheine raus und dann ist das easy bezahlt. 39.000. Verkauft.
Ich nehm's, das andere will ich gar nicht, das ist mir nicht gut genug. Raus aus diesem Geschäft. Das Ding, was glaubst du, wie viel es wert ist? 2 Goldbarren und ein Schein. Da will jemand das Ding definitiv haben. 210. Ist akzeptiert. Ich bin jetzt Millionär. Zieh's dir rein. 1.122.176 Euro. Ich sage immer Dollar, weil ich das aus dem ersten Teil gewohnt bin. Euro. Ich bin Millionär und die Leute schleppen trotzdem sowas an. Das müsste sich doch langsam mal hier rumsprechen. Ich werde es nicht verkaufen, nur mal aus Interesse. Was würde ich dafür bekommen? 43.000. Ich will schon noch meine eigene Schätzung oder eine Restauration. Nee, ich halte das, in der Hinterhand. Nice! 430.000! 500. Ich will das Ding haben, Bro. 400. Das akzeptiert er. Für 400.000 kriege ich's. Das ist halt nur knapp unter der Schätzung, aber ich wollte es jetzt auf sicher spielen. Autsch, das tat weh. Das hat jetzt einen echt großen Teil meines Vermögens vernichtet. Aber kann man machen. Okay, das ist fertig. Neu geschätzter Wert liegt bei 128. Das ist nicht schlecht. Das hier wird gerade restauriert. Hier wissen wir nicht, was es wert ist. Ja, dann machen wir das. Kümmer dich mal darum. Das hier, ich wollte es jetzt wissen, aber eigentlich war das unnötig. 2.400.000. Okay, das kann ich aber nicht aufbringen. So viel Geld habe ich dann auch nicht, tut mir leid. Und dann das hier, 150. 122. 100. Bitte lass das keine Fälschung sein. Okay. Einfach mal um ein Drittel unterboten, die Schätzung, weißt du. Immer noch 600.000. Ich habe so viel Geld. 2 Diamanten. Das Ding. 425 sollten passen. Lohnt sich hier eine Restauration? Damit könnte ich es auf sehr gut bringen. Ja, ich will wissen, was das Ding wert ist, wenn ich es restauriere. Das interessiert mich jetzt einfach aus Prinzip. Das ist Müll. Ich will wissen, was das Ding wert ist, wenn ich es einmal restauriere. 210, das will ich jetzt aber loswerden, das Ding, weil das ist schon ein sehr gutes Gebot. 240. Easy. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was ich dafür gezahlt habe. Das Ding. 500. Oh, zu 560 kann ich aber fast nicht Nein sagen, oder? Ich glaube, das wäre jetzt dumm, hier Nein zu sagen und das zu restaurieren. Weil das ist schon ein krasses Gebot. 135.000 über der Schätzung. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ich da mit einer Restaurierung viel mehr rausholen kann. Ja, ich guck mal, wie hoch ich kommen kann. 620.000. Akzeptiert. Ich habe 1,4 Millionen. Ich muss gleich meine Werte wieder upgraden, ne? Wird mal wieder Zeit. Pfandgeber. Raus. Raus. So, das alte verzierte Gewehr gehört jetzt mir und das ist auch fertig. 20.000 und das ist authentisch. Gut, dann, das ist gut, das ist gut, sehr gut, das ist nur gut. Okay, dann lasse ich das mal restaurieren. Für 37.000, da ist, das ist einiges wert. Dann gehen wir hier und upgraden einmal alles. Denn ich würde einfach mal sagen, das erscheint notwendig. Und dann sollte ich auch noch gerade den Laden aufrüsten. Wenn ich schon da bin. Geschäft upgraden. Der alte Käfer. Okay, 3.000 mehr wöchentliche Kosten, 200.000 Kaufpreis. Warum nicht? Und einen Arbeitsplatz mehr. Ja, nice. Werbefachmann, Verkäufer, Gehirnwäscher ist, was ich brauche. Ist eine gute Idee, oder? Wenn dann eine Verhandlung schief läuft, kann ich es einfach zurückdrehen. Machen wir mal. Okay, sehr viele Ausgaben, aber langfristig wird sich das lohnen. Ich weiß ja nicht, warum ich das überhaupt noch schätze. Es ist alles tendenziell Müll. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier will jemand was kaufen. Den Würfel. Wie viel? 26 ist so eine Zahl, die mir zusagt. 18.600. Ja, ich sollte nicht zu wählerisch sein. Komm, 22.000 ist das Ding. Gut, cool. Dann das Ding. 5.000, okay. Okay. Ist nicht so beeindruckend. Eine Lagerauktion. Ich meine, ich habe Plätze ohne Ende frei. Ich habe sonst nichts allzu krasses. Vielleicht können wir ein. Na, ist echt Gutes bekommen. Startpreis ist 44.000.
Die Uhr könnte halt was wert sein, ne? Das ganze andere Zeug ist eher so meh. Ich mach mal. Ach komm, warum nicht? Wie gesagt, ich betreibe das eher als Sport, okay? Ich sehe das nicht als langfristige Investition. Ich betreibe das sportliche Bieten. 72k, 77, ich glaube, höher geht's nicht. Never mind, wir sind jetzt bei 87. Never mind, 97, irgendwas hiervon muss extrem viel wert sein. Bin ich mir sicher, ich habe gewonnen für 97. Was war hier so krass, die Uhr, oder? Ja, 68 war die Uhr, 12.000 ist das. Und das ist einfach nur kompletter Müll. super. Okay, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was darf es für dich sein? Das Ding. Okay, 12.800 sollten passen. Ich hier denke eher so 15.000. Dann ist es weg. 13.400, 13.800, 14.200. Kriege ich viel mehr aus dem Gegenstand raus? Ich glaub's nicht. Na komm, wir reden hier von Peanuts. Das ist nicht so spektakulär. Kein Anhaltspunkt für den Wert. Okay, 36.000. Kann man machen, ist ein legendärer Gegenstand. Ja, komm. 30k und ich nehme es ab. 34, 32,5 bin ich sicher. Okay, cool, danke. Das Ding ist ein Tablet, muss ich gar nicht angucken. Und das Ding ist auch Müll. Positive Wochenstatistik, wann haben wir das letzte Mal gesehen? 650.000. Ist schon krass, ne? Also, puh. Kann man sagen, was man will, das ist schon nicht schlecht. Das wären 2000. Das kann ich nicht. Das wären 2600. Dann kriege ich aber so viel wie möglich aus dem blöden Messer raus, weil das ist in einem sehr schlechten Zustand. Ja, komm, dann mach mal. Dann mach mal. Dann verkaufe ich das Gewerbe einer Auktion und wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Warum nicht? 520 Startpreis. Komm. Überrascht mich. 570, 620, 670. Wir sind über der Schätzung. 27, 77, 8, okay. 870, 920. 79, 1 Million. Das Ding ist mehr wert als 1 Million. Gewonnen für 1 Million und 20.000. Ich habe fast 2 Millionen Euro. Ich upgrade nochmal meine Werte. Komm, wenn ich so viel Geld habe, sollte ich das reinvestieren. Neues Roomlevel. Das ist nötig. Okay, was wird der nächste Laden kosten? 400k. Das Designerparadies. Okay, die wöchentlichen Kosten steigen dadurch aber extrem. Habe ich irgendwas Krasses im Inventar, um das zu backen? Ja, eigentlich schon, ne? Wobei, ich warte mal auf so einen Gegenstand, der so um 1 Million kostet. Ich will jetzt nicht das Geschäft upgraden. Ich warte nur auf so einen richtig krassen Gegenstand. Das ist Müll. 120 könnte man restaurieren. Wäre gar kein schlechter Gegenstand. 138, du hör mal, 110, ja? 108, okay, 120. Ich weiß nicht, ist akzeptiert. Wenn ich das restauriere, ist das gar nicht mal schlecht. Das Ding, 168 ist mein Preis. Der Preis ist heiß, aber 200.000 ist besser. Das ist voll frech eigentlich, ne? Easy. Okay. Das hier, 28. Warte mal so, jetzt spontan geschätzt. Okay. Kann man machen. Easy Profit. 68k sollten passen. Die Leute überschätzen das Zeug so brutal, ey. Nee, nicht 880. 74. 80. Cool. Ich bin wieder bei 1,5 Millionen. Das Ding 45.000. Nee, nicht worth. Absolut nicht worth, meiner Meinung nach. Habe ich irgendwas, wo ich gerade jemanden einsetzen kann? Nee, der ist ja noch am Restaurieren. Und der Experte hat sonst nichts zu tun. Wo immer du einfach einen normalen Schädel hast, keine Ahnung, das ist nicht so hammermäßig. 45k, was haben wir sonst noch hier im Portfolio? 1000, du bist raus. Ich meine, wenn ich es zu einem guten Preis kriegen kann, dann sage ich nicht nein, aber mein Gott, 33, akzeptiere es, ich gehe. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das kann man machen. Ist jetzt nicht der beste Gegenstand, den wir hier hatten, aber ne, das könnte schlimmer sein. Ich bin hier, um eine Spende zur Rettung verwaister Kätzchen zu erbitten. Sie wird deinen Ruf in der Nachbarschaft erhöht. Ich bezahle, ich will kein Geld für Kätzchen ausgeben. Klar, ich habe gerade meinen Sonnenbrille aufgesetzt, raus sofort. Ich meine, ne, wenn er jetzt sagt, ja, ich bin hier, um das und das zu machen, für irgendwas anderes würde ich sagen, ja, raus aus meinem Geschäft oder ihn hier, blitzdingsen, damit er das vergisst. Aber es geht um Kätzchen. Deswegen bezahle ich auch ganz gerne für Kätzchen. Das ist so unglaublich teuer. Aber es wird meinen Ruf erhöhen.
56k für 10 ansehen, das ist meiner Meinung nach ein sehr guter Deal. Genauso wie das hier potenziell. 168 sollten passen. Och nö, Mann. Nicht so einer. 120 ist akzeptabel. Finde ich super. Müll. Das ist der eiserne Thron. Okay, ey, wenn ich so einen guten Preis bekommen kann, so um die 60 vielleicht? 85, okay. Habe ich schon jetzt gar keine Lust drauf. Eine Trollodor 64 Spiele Konsole. Oder 74k. 102. 75. Dann verkaufe ich es über der Schätzung, aber ich kriege ja sowieso mehr raus, ne? Ich wollte jetzt aber nicht, dass ich meinen Blitzdingsen benutzen muss. 85.000. Was hätten wir sonst noch? Das Ding. Okay, du kannst raus. Bist nur noch du übrig. Wie viel? 60? 89. 70. 84 letztes Angebot. Moment. 80. 94, bin mir nicht sicher. Ist akzeptiert. Siehst du, einfach nochmal versuchen und dranbleiben. Dann passt das schon. Ich könnte bei einer Auktion was kaufen. Was haben wir? Das Ding könnte einiges wert sein. 30.000 Startpreis. Warum nicht? Ich habe jetzt so mit irgendwas um die 100.000 gerechnet, Mann. Ich sollte eigentlich sofort wieder rückwärts zur Tür raus. Das ist, naja, also nicht so spektakulär. Wobei, es geht hoch. Es geht ziemlich schnell hoch. Ne? Es könnte schon was wert sein. Dann das Ding. 81k Startpreis. Das ist, weswegen ich hier bin, okay? Das ist, was mich interessiert. Die Kommandant Amerika Actionfigur. Die irgendwas mit den Illuminaten zu tun hat anscheinend. Das ist, weswegen ich zu Auktionen gehe. 100, okay, 162. Das Ding ist einiges wert. 172. 82. Ich habe gewonnen. Cool. Und das Ding hier will ich nicht. Bin ich interessiert. So, dann hatten wir irgendwas, was ich nicht schätzen konnte, ne? Das hier. Beides. Soll ich mal erstmal den Warenwert hiervon in Erfahrung bringen? Ist, glaube ich, sinnvoll. Da kommt aber jemand stacked. 166. Hör mal gut zu. 200, weil du bist eine Sammlerin. Du willst das haben. Ich weiß es doch ganz genau. Wobei, nee, 2. Das ist so frech. 220? 182? Nee, da warte ich auf jemand Besseren. 16.000. Nein, das Ding 72. 49.000 sollten passen. Bist du doof? 39.000. 45. Okay, wir wollen es ja nicht übertreiben. 40. Akzeptabel. Cool. Es kommt direkt jemand, der das kaufen möchte. Was glaubst du, wie viel es wert ist? Akzeptabel. Easy 50k Profit. Das Ding hingegen, da kannst du gerade wieder verschwinden. 39. Nee, du. Muss jetzt nicht sein. So, das ist fertig. Der Wert ist immer noch unter aller Kanone. Das könnte ja schlimmer sein. Dann. Ah, ich hätte das erst restaurieren sollen und dann schätzen, weil ich glaube, dann. Sonst muss ich es vielleicht nochmal schätzen, wenn ich Pech habe. Ne? Was könnte ich restaurieren? Was ist am meisten wert aktuell? 134? 174. Ich glaube, das ist der teuerste Gegenstand, den ich besitze. Nee, technisch gesehen das hier. Aber das ist aktuell noch beim Experten. 8.000 für 2 Tage, ja komm. Dann wird mal das restauriert. 13.000 brauchen wir nicht. Da will jemand die Gitarre. 52. Bin ich ganz zufrieden, aber es ist akzeptabel. Hallo, 152 ist der Preis. 180 würde ich eher sagen. 158. 170. Akzeptabel, 50k Profit. Das Ding, was soll es kosten? Akzeptabel. Bin wir hoch auf über 1 Million. Kann man machen. Kann man machen und ich habe noch jede Menge gute Gegenstände in der Hinterhand. Das heißt, das hier läuft bis jetzt gar nicht schlecht. Neugeschätzt wirklich bei 170.000.
Ja, nice. Das, okay, das blöde Messer wusste ich doch. 4000 und ich sehe das Ding nie wieder in meinem Inventar. Wie wäre es damit? Cool, dankeschön. Das ist Trash, das ist Müll. Das Ding. Ist aber halt schlecht, das würde ich ganz gerne noch restaurieren. Das heißt, ich kriege irgendwie so 180 dafür, aber das wird nicht passieren. Nee, 180. Da ist eine Restauration, glaub, besser. Dran. Neu geschätzt werde ich bei 174k plus 0. Was? Ich check's nicht ganz. Aber okay. Das würde 10.000 kosten, das würde 40k kosten. Dann ist das hier die deutlich bessere Investition. Nochmal eine Lagerauktion, komm. Irgendein Schätzchen. 57k Startgebot. Hier ist irgendwas Gutes drin. Ich tippe wieder auf die Uhr und vielleicht die Konsole. Vielleicht auch das Buch, das weiß man meistens nie. Aber so Uhren sind in dem Spiel immer relativ viel wert. So, aus Erfahrung. 17.000, 50.000, siehst du mal. Das Ding ist kompletter Müll. Ich weiß auch nicht, was es wert ist. Ich lasse es mal schätzen. Das hier ist auch nicht so geil. Also die Uhr war der Hauptgewinn. Kann man sagen, was man will. Die Uhr ist der Hauptgewinn. 16.000 ist der Preis. Hm, 17k, 17.800, 18.600. Das ist quasi eh nichts wert. Soll ich es einfach verkaufen, dann habe ich wieder Platz und habe weniger Zeug im Inventar, worum ich mich kümmern muss. Ja, komm, das sind Peanuts. Das ist jetzt nicht so wichtig für das gesamte Ergebnis. Was haben wir sonst noch? Siehst du mal, die Goldbarren wurden wieder aus dem Keller gekramt hierfür. Was glaubst du, wie viel es wert ist? 240.000. 166? Das ist ein Bra-Moment. Für 200.000 würde ich es loswerden. Nee, da warte ich auf jemanden. Nee, ich kann dich ja nicht, weil ich es schon durch habe. Nevermind, ich kann das Angebot nicht zurückziehen. Nur 9.600 Profit. 29k muss nicht unbedingt sein. Okay, gut. Das läuft aber bis jetzt gar nicht schlecht. Ich habe noch ein paar sehr gute Sachen in der Hinterhand. Wenn das hier fertig ist, dann werden es wahrscheinlich so 300.000 an Wert sein. Das Ding ist in einem sehr guten Zustand. Das Ding will ich auch immer mal loswerden. Also rein gegenstandstechnisch, ne? Könnte es... Ich hätte das hier schätzen sollen statt das hier, weil das ist sowieso verschieden. Rein gegenstandstechnisch läuft das gar nicht schlecht. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Dealers Life 2. Ich habe ganz kurz die Luft ganz oben geschnuppert, wo ich 2 Millionen hatte. Die sind inzwischen weg, aber ich würde mal behaupten, die sind relativ gut reinvestiert, denn so läuft das bei Investitionen. Du gibst jetzt Geld aus, um in Zukunft vielleicht mehr Geld zu bekommen. So funktioniert das und ich hoffe einfach mal, dass das hier auch so aufgehen wird. Ganz am Anfang war ich komplett brain AFK, das war einfach ein unglaublich dummer Mistake, aber ich bin anwesend, okay? Ich habe Geld gemacht, ich bin wach, ich weiß, wie das funktioniert. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen, lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao! Zwei Millionen Euro. Was würde ich mit 2 Millionen Euro machen? Ich würde mir ein Haus kaufen, das wäre cool.